Hallo und schön, dass du wieder reinschaust. Wenn es weitergeht mit der Ranch Challenge, ja, Olivia hat ausgeschlafen. Irgendwie starte ich immer den nächsten Part, wenn Olivia gerade geschlafen hat. Wir gehen einfach mal rein. Sie hat Hunger. Ja, ich muss auch irgendwann hier den Herd austauschen, weil ich habe bemerkt, ich kriege immer eine Last Exception und es liegt einfach an diesem Herd. Und im Backofen, also die verursachen die ganz, ganz komisch. Aber sei es drum. Deswegen wird Olivia heute mal ein bisschen versuchen, mehr Geld zu machen, damit sie sich hier mal was leisten kann. Na, schmeckt's nicht so? Oh, sie hat Rückenschmerzen vom Bett. Das müssen wir ändern. Ja, und die liebe Sandra von Just Minimi, so heißt sie jetzt, hat gesagt, dass ich das mit diesem Präriegras ernten irgendwie falsch mache. Dann habe ich das wohl falsch verstanden. Ich darf nur hier in der Welt, also wo sie hier rumlaufen kann, nirgends anders darf ich das ernten. Und ja, dann werde ich mich da ja ran jetzt halten. Oh, dann alles ernten. Ah, wieso läuft das so schnell? Den wollten wir dann noch pflanzen. Ja, wir müssen mal schauen, dass wir jetzt das Zeug dann wieder verkaufen. Das heißt, wir werden heute noch einen Gartenverkauf starten. Was ist mit dir? Du brauchst Spaß. Okay. Wir reden erstmal mit dir. Dann werden wir dir mal die Hufe säubern und dir auch das Fell bürsten. Hier. Dass du einfach mal hier ein bisschen sauber wirst und alles. Und dann gehen wir mal ein bisschen reiten und so. Hast alles geerntet, Olivia? Oh, sehr schön. Ja, wir haben dann noch unsere Tränke hier. Die geben auch noch ein bisschen was. Noch nicht so viel. Das heißt, die behalten wir noch. Ja. Ist sie noch nicht so hoch vom Wert? Sehr schön. Genau, und einmal Fellbürsten. Fortuna, oh. Du bist eine alte Genießerin. Und dann können wir doch mal ausstellen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit deinen Werten? Was können wir denn hier machen? War ja, noch nicht so viel, aber. Können wir an einem Wettbewerb teilnehmen? Da schaue ich jetzt mal. Da hat sie Bronze gekriegt. Hey, da ist sie noch. Da braucht sie bei Ausdauer braucht sie noch drei. Okay. Dann gehen wir doch mal zu einem intensiven Ritt aufbrechen. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht und Fortuna wird das bestimmt gefallen. Ja, oh. Du sitzt noch etwas komisch im Sattel. Wird hoffentlich besser. Das ist ja göttlich. Das ist ja echt göttlich. Ich brauche davon echt mal ein Bild. Oh no. Oh no. Ist das cool. Du hast noch nicht reiten so hoch, kann es sein? Level 3. Ah ja, komm, das wird jetzt bestimmt bald besser. Ja, ich lasse jetzt mal hier ein bisschen reiten. Oh ja. Die nehmen wir gar nicht an. Das ist dieser Bug, dass die ständig anruft und hier mich vollsülzen will wegen Säuglinge. Wir haben aber gar keine Säuglinge. Jetzt ist sie glücklich. Okay, dann lass doch Fortuna mal. Komm mal hierher. Und dann ruf mal Fortuna, beziehungsweise. Oh, Fortuna ist eingeschlafen. Okay, dann lass es, dann lass es, dann lass es. Dann machen wir hier. Ausstellen, den Stand bedienen. Und den Gartenverkauf beginnen. Bin gespannt, ob wir jetzt tatsächlich noch ein bisschen mehr Geld kriegen. Ich meine, das Zeug sieht ja eigentlich gut aus, ne? Der Frosch ist auch gut. Könnten wir eigentlich noch mal Frosch züchten?
Bestimmt. Gib mal den an mit dem Tigerfrosch. Was kriegen wir jetzt für ein? Watanini Framik. Okay, verkaufen. Vinkapa Framik. Dann haben wir jetzt echt Rubies. einen Tigerfrosch. Gucken wir auch mal da rein. So, das können wir leider Ah. nicht verkaufen. Schade eigentlich. Hi-ja. Jiho. Gourmet. Ja, stellst dich mal wieder vor. Die brauchen auch noch. So, kauft, kauft, Leute, kauft. Wir brauchen ein bisschen mehr Geld. Olivia muss noch ein paar Oh. Wände sich anstreichen und sie braucht einen neuen Herd. Hallo Sandra, schön, dass du auch wieder vorbeikommst. Oh, Fortuna hat viel Spaß gekriegt. Kannst du mal hier hingehen? Danke. Ah ja, okay, aber ein bisschen fehlt noch. Können wir hier nochmal ausstellen? Nächster Frosch. Oh, Stand bedienen. Du kannst nachher essen, Süße. Komm zurück. Ja. Quatsch nicht so viel mit denen, sonst bleiben sie wieder hier. Okay, jetzt darfst du was essen. Und dann machen wir nachher noch mal einen Gartenverkauf. Ja, der Tag ist noch jung. Kann man so sagen. Wir brauchen echt Tapeten hier. Das geht so gar nicht. Und dann wollte ich mal noch gucken, wen sie jetzt hier alles kennt. Ja, mit dem Jacob, dem Miles, weil ich habe eine gute Idee bekommen von der Sandra, dass ich doch mal die Jungs auch einladen soll und gucken soll, wer sich eigentlich hier gut mit einfühlt, in den Hof. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ich müsste dann halt echt noch Betten hinstellen hier, um zu schauen, wer da echt gut mitmacht. Wenn ich das allerdings mache, dass ich Miles und Jacob hole, müsste ich Tornado mit hierher bringen. Warum bist du schon wieder traurig? Oh, schläfst du jetzt schon wieder? Aufmuntern. Magst du den Regen nicht? Und Stalltratsch erfahren. Dann könnten wir mal noch ein bisschen freundlich sein. Hier umarmen. Ich glaube, du willst auch aus der Hand fressen. Kann das sein? Aus der Hand füttern. Hier, das probieren wir mal. Nimm doch mal eine Karotte, Fortuna. Vielleicht wundert sie das bisschen auch. Ja. Immer Minus, verängstigt. Warum bist du verängstigt? Zuflüstern, beruhigen. Vor Spinnen hat sie Angst. Sehe keine Spinne. Nochmal beruhigen. Ich habe keine Ahnung, aber hier, fühl mal. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Fortuna. Vor was hast du denn Angst? Vor ein bisschen Regen. So, jetzt werden wir hier mal nochmal. Ausstellen, dann bedienen. Ja, wir müssen einfach nochmal einen Gartenverkauf machen. Das geht gar nicht anders. Muss hier aufs Klo. Oh, Fortuna ist schon wieder eingeschlafen. Die Arme. Oh, es gab gerade 4000. Oh mein Gott, das gab 4000 Grad. Da hat einer bestimmt so eine Flasche gekauft. Mach nochmal ausstellen. Fortuna galoppiert rum. Okay. Dann kann ich mal nach Kleinteilen suchen. Wie wäre das? Wir nehmen alles mit, was nur geht. Dann suchen wir nach Kleinteilen. Dann kann man Papa, Teile lend him plündern. your Da kommt bestimmt nanny. auch noch was raus. Vielleicht können wir dir eine bessere Matratze dann machen. Wer weiß. Aber dazu brauchst du Sachen. Tut mir ja leid, dass du jetzt im Müll hier wühlen muss, schmeiß es weg. Ne, wir werden jetzt einfach den Müll leeren. So. Sie hat hier einen. Ja, okay, du bist noch zu schlecht vom Level her. Dann tut's mir leid. Dann musst du einfach noch damit leben, dass du jetzt hier dein Bett haben musst. Ich würde sagen, ich lasse sie essen, ich lasse sie schlafen und am nächsten Tag holen wir die Jungs und ich würde sogar noch den anderen Knaben, den wir mal in der Bar gesehen haben, mit dazu holen. Stell hier einfach so Klappbetten rein oder irgendwie sowas in der Art, dass die hier sind. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, das ist, wir sollen hier ein Pferd retten, das haben wir gemacht, aber dann steht in der Regel nachher drin, am Ende muss sie zwei Pferde gerettet haben. Das heißt, wir müssen eigentlich noch irgendwann noch ein Pferd retten. Das werde ich dann aber erst später machen, wenn sie tatsächlich ihren Partner gefunden hat. Olivia, räumst du das auf? Ich denke, das ist ganz gut, weil sie muss mindestens ein Kind kriegen.
was die nächste Generation fortsetzt, ja. So mache ich das. Auf jeden Fall geht sie erstmal schlafen. So. Ja, dann einmal duschen. Schon wieder Hunger. Dann nimm dir noch mal Reste. Wie sieht's denn hier aus? Oh, schläft. Machen wir jetzt einfach mal unser Dingens hier. Gebiet gegen Käfer einsprühen. Oh, wir können was weiterentwickeln. Sehr schön. Oh, und hier müssen wir auch wieder. Das kriegen wir alles hin. Müssen wir eigentlich noch gießen? Irgendetwas? Habe ich da jetzt noch was gesehen, was wir gießen müssen? Nee. Nee. Ich denke, gießen müssen wir gerade gar nichts. Nein, sieht gut aus. Okay. Dann macht die Olivia das jetzt mal alles. Dann dieses Duschen, Essen, Gartenarbeit und ja, ganz einfach. Dann sehen wir uns danach wieder. So, jetzt ruft die Juniper an. Wir hatten so unsere Probleme miteinander, aber vielleicht können wir ja Freunde werden. Wie wär's mit einem Frühstück im Melasino Diner? Sie lädt uns eigentlich ein. Wenn sie uns einlädt, machen wir das einfach mal. Ich meine, wenn sie Freunde werden will, ist das vielleicht gar nicht schlecht. Das machen wir. Okay, folgender Plan. Wir gehen jetzt mit ihr in das Restaurant. Wir werden das bisschen machen. Dann wird Olivia dann auch noch Geburtstag haben in der Folge. Und die Jungs kommen. Ja, so sieht jetzt mal der Plan aus. Ich hoffe, ich kriege das auch alles hin. So, wir sind jetzt hier und müssen wir jetzt um Tisch bitten? Bestimmt, oder? Gibt's hier da? Wir bitten um Tisch. Geht nicht anders. Ja, da ist sie. Die geht mit. Ah ja, wir haben so einen Ecktisch. Das ist auch nicht schlecht. Dann lass uns doch mal plaudern. Nee, wir wollen nicht, wir wollen jetzt ein bisschen freundlich sein. Wir machen jetzt mal Smalltalk kennenlernen. Und dann bestellen wir mal für den Tisch. Oh ja, da gibt es ja doch einiges, was wir hier nehmen können. Limonade hört sich gut an, denn Olivia ist ja echt noch Elternpunsch, Sunset Valley. Nee, 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 nee. Entweder Fruchtbrause oder Limonade. Ich würde die Fruchtbrause für Olivia nehmen und ich denke, sie nimmt vielleicht die Limonade. Dann zum Essen. Da suchen wir uns natürlich was Richtiges aus. Ich meine, wer kommt schon dazu, dass er eingeladen wird? Was können wir denn nehmen? Asia-Hühnchenpfanne, ein Steak, Butternut-Gnocchis, ein Lachs. Ich denke, Olivia wird den Lachs nehmen. Und ich weiß nicht, was sie mag. Vielleicht Schweinefleisch, süß-sauer. Nachtisch gibt es Hast du jetzt mal gehabt, noch nicht. Renee? Aber wir Nein! feiern es. Wir werden zum Nein, Essen nee! eingeladen. Das ist ja echt klasse. So Nur freundlich. Tiefgründige Gedanken. Oh nee. Kannst du mal über Interessen reden? Vielleicht geht es dann weg. Pferdewitz ist vielleicht ganz schlecht, wenn wir das machen. Vielleicht kann man noch Smalltalk machen, nach Karriere fragen, über Reiten reden. Das ist auch gut. Die weiß bestimmt viel übers Reiten. Vielleicht hat sie noch ein paar Pferdeliebhaberinnen. Hausfrau, okay. Das Essen kommt. Lecker. Oh, das sieht aber lecker aus. Was können wir denn noch machen? Können wir mal nach ihrem Tag fragen, wie der bis jetzt war? Also es geht langsam nach oben, das finde ich gut. Wenn das steigt, dann hat sie vielleicht doch noch mal jemand, mit dem sie ein bisschen reden kann. Und sag mal, wie toll du die Gartenarbeit findest. Oh mein Gott, hat die das schnell ausgetrunken. Die hat voll die tiefe Stimme. Ruf die schon wieder an. So, hat's geschmeckt? Oh, Olivia ist sehr glücklich. So, meine Lieben, mal kurz ein Bildchen. Von den Damen, das muss man ja festhalten. Ich meine, ich finde es ja echt toll, dass sie sich jetzt einmal mit jemandem trifft. Das war jetzt schon nicht schlecht. Könntest du mal noch aufessen? Wir möchten nämlich dann heim. Ja, hallo, dich kenne ich doch auch von irgendwo her. Oh, die hat Probleme. Den hat es gerade verpackt. Okay. Ah ja. Wie wäre es, wenn du dich jetzt mal bedankst? Machen jetzt mal ein Kompliment.
Mein Kompliment über Outfit und sag einfach, danke, dass du mich eingeladen hast. Es war wirklich sehr nett. Wir müssen das irgendwann mal wiederholen. Okay, Olivia geht jetzt auf, steht auf und deswegen werden wir jetzt den Besuch beenden. Und somit müssen wir nichts zahlen, weil sie hat uns eingeladen. Juhu! Danke! So, und dann werden wir mal gehen. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal nach Henford, verkaufe das Zeug und schaue dann, was es gibt. Und dann holen wir die Jungs zu uns. Oh ja, das Handeln hat funktioniert und wir werden unsere Sachen verkaufen. Also es gibt doch wieder einiges. Es gibt nochmal 713 Simoleons dazu, wenn wir das verkaufen. Das machen wir. Wir kaufen diesmal nichts, sondern gehen jetzt gleich nach Hause. Ja, Olivia ist zurück. Oh, sie ist sehr verspätet. Das ist ja mal ganz schlecht. Wo bist du, Fortuna? Was machst du denn da? Fortuna, wir müssen jetzt mal kurz die Jungs hier einladen und dann werde ich sie über ein MCC dem Haushalt zufügen. Jetzt weiß ich nur nicht, wie ich das hinkriege, denn ich mache das einfach über Welten verwalten. Da sind sie nun, die drei potenziellen Männer. Wir haben hier den Jacob, wir haben hier den Miles und wir haben hier den Brent. Und ich werde jetzt mal dem Pferd noch hier Stellplatz zuweisen, Tornado, denn der braucht ja schließlich auch hier einen Stellplatz. Ja, hat funktioniert, wunderbar. Jetzt brauchen wir natürlich noch Betten für diese drei Jungs. Und ihr seht schon, wir haben ziemlich viel Geld bekommen, weil die eingezogen sind. Ich werde es mal so lassen und werde dann einfach, wenn wieder die ausziehen, dass die einfach dann wieder was mitkriegen. Wir hatten, glaube ich, irgendwas mit 9000. Keine Ahnung, da muss ich echt mal gucken. So, ich habe jetzt mal Olivia hier ein bisschen noch was eingerichtet. Wir haben hier jetzt noch einen Wohnzimmerbereich, damit die auch sitzen können. Ich habe das mal ausgenutzt, dass die Jungs ein bisschen Geld mitgebracht haben. Ich habe hier den Reich der Magie Ofen hingestellt, weil ich das so authentisch fand, mit den Platten dann zum Draufstellen und Kochen. Ja, fand ich eigentlich ganz gut. Ich hoffe, das gibt jetzt keine LE mehr. Dann, ja klar, hier die Betten. Und ich habe die Türen ausgewechselt. Ich fand die viel rustikaler. Dass ich gesagt habe, die nehme ich und habe dann hier noch ein bisschen sowas hingestellt. Ja, da habe ich auch noch einen Ofen reingestellt, so für die Küche. Das fand ich irgendwie voll cool. Außen werde ich noch nicht weitermachen, aber die Wände sind jetzt auch schon angestrichen. Und ich denke, das wird jetzt dann, sieht doch schon ganz schnucklig aus jetzt das Haus. So, meine Herren, ihr braucht mal eure Betten. Das heißt, hier Bett zuweisen, Brand. Hier Bett zuweisen, Jacob. Und oben Bett zuweisen, Miles. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch alles. Olivia ist immer noch sehr verspielt und könntest mal, nichts beleidigen. Du sollst mal hier Smalltalk machen und nach Tag fragen. Komm, guck, dass du das wieder auf Vordermann kriegst, dass ihr euch wieder versteht. Ja, jetzt habe ich hier lauter Jungs, der will sich gleich was zum Essen nehmen. Was willst du? Oh mein Gott. Ist der putzig, der will gleich mal den Stellplatz säubern. I love it. So stelle ich mir das vor. Genau so. Ach ja, und was ich hier hingestellt habe, sind so zum Sprünge üben und das hier mit den Fässern. Ich dachte, das ist ganz gut. Jo, Herz, was willst du machen? Mit Jacob flirten? Ich glaube nicht, dass er jetzt flirten will mit dir. Geschickte Entschuldigung vielleicht noch. Machen trotzdem noch. Und hier, das müssen wir echt wegkriegen hier. Wir werden jetzt einfach freundlich ratschen. Nee, auch nicht. Echt jetzt? Können wir nur das hier machen? Lern ihn noch kennen und dann werden wir jetzt einen Kuchen backen, denn ich liebe ihn. Ich liebe ihn jetzt schon. Schaut euch das an. Oh mein Gott.
ohne dass wir was sagen. Er kümmert sich einfach so von sich aus um das Pferd. Ich bin begeistert. Unglaublich. Sandra, danke für diese Idee. Es hat sich schon bezahlt gemacht. Ach ja, dann von mir aus. Wir müssen jetzt auf jeden Fall mal was kochen. Ich hoffe, wir können den Kuchen machen, denn Olivia muss älter werden. Es fehlt ein flüssiger Teig. Wir brauchen also jetzt noch, weil ich das neue Pack habe, dann auch noch. Oh, ich bin so nervig. Wirklich so nervig. Jetzt muss ich schon wieder umstellen. Ja, glaubt man denn das? Ich brauche doch jetzt Platz. Warum machen die denn sowas immer? Frage ich mich jetzt gerade, ob ich jetzt tatsächlich den Ofen hier behalten soll. Und du dahin, geh mal da weg. Okay, kriegen wir das hin. Sehr schön, dann machen wir jetzt einen Teig. Zutaten vorbereiten, flüssiger Teig. Oh, das wird hier immer verzwickter hier mit dem Spiel. So viel, was man beachten muss, ich fass es nicht. Da fehlen noch die Barhocker. Die kommen auch noch irgendwann, heute nicht. Olivia, kommst du, machst du den flüssigen Teig? Sie kommt. Er hat wohl etwas über Pferdemist erfahren. Das geht wohl nicht. Kannst du das wegräumen? Und da guck an. Weiß ich gar nicht, kriegen die jetzt eigentlich Babys oder kriegen die keine Babys? Was war denn da letztes Mal? Kann es nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Okay. Was macht sie denn jetzt? Wegwerfen. Er sitzt im Schaukelstuhl und ruht sich aus. So. Dann entnehme das mal und jetzt können wir dann bestimmt kochen. Was macht er? Er holt sich jetzt was zum Essen. Er hat ja eigentlich noch keinen Fingerkrumm gemacht, gell? Der Brand, der hat hier schon den Platz gemistet, das Pferd gebürstet und alles. Und ja, Tornado ist müde. Fortuna frisst. Was willst du jetzt machen? So, kochen. Süße, wir können jetzt bitte einen Kuchen machen. Wie wäre es mit einer Schokotorte? Hau rein! Wieso kannst du jetzt keine Schokotorte machen? Soll das jetzt ein Witz sein? Ach, weil da im Kühlschrank echt, das ist wieder so typisch. Je mehr da sind, desto verzwickter wird's. Jetzt, ja! Es gibt eine Schokotorte. Hoffe ich doch. Ah, okay, sie nehmen das nur so raus. Können wir eigentlich das jetzt hier im Kühlschrank stecken? Unser Haus ist auf einmal so voll. Oh mein Gott. Das bin ich gar nicht gewohnt. Echt jetzt? Nein, das ist mein Bett. Ach komm, das gibt's doch nicht. Moment. Haben die eine Liebesbeziehung? Der ist kompatibel mit dem. Ein Freund, sie steht mit einem netten Wort zur Stelle. Sehr gut kompatibel. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Okay. Da läuft was ganz falsch. Aber mal so. Ich schließe jetzt meine Tür ab. Damit da keiner mehr techteln kann. Das geht ja gar nicht. Das geht echt gar nicht. Die sollen dem Hof helfen. Olivia sollte ihn entscheiden. Das ist ja echt mal jetzt total blöd gelaufen. Er kümmert sich jetzt echt. Was willst du machen? Plaudern. Okay. Also ich muss sagen, das gefällt mir schon echt viel besser, dass Brand sich jetzt hier um alles kümmert. Ich klicke ihn nicht mal an, er macht das alles von sich aus. Olivia, jetzt hätte ich hier gesagt, Hochzeitsverziehung zufügen. Nein, Geburtstagskerzen. Die quatschen jetzt. Wisst ihr was? Kommt einfach jetzt hier
Herr, auf, hör auf zu quatschen. Nein, Olivia, hierhin. Du auch? So, Tür abschließen. Babysicherheitssystem anbringen. Ernsthaft jetzt? Für jeden außer Olivia. Ich schließe sie jetzt einfach ab. So, Olivia, sich etwas wünschen. Du hast jetzt heute Geburtstag. Unterhalten sich noch. Das ist der Einzige, der hier singt. Für unsere Olivia. Ach komm. Darf ja wohl nicht wahr sein. Jawohl. Olivia ist älter geworden. Wir hatten dieses Reit beschrieben. Ich weiß nicht, warum das ständig weggeht jetzt, aber dem ist so. Sie ist Pferdeliebhaberin. Sie ist fröhlich. Was machen wir denn noch? Eigentlich liebt sie die Natur. Sie abenteuerlustig würde ich jetzt nicht sagen. Treu, ja. Ich würde sagen, sie liebt die Natur. Ah, oder Rancherin. Wo gibt's hier irgendwo Rancherin? Diese Sims meistern das Ranchleben und sind stolz auf ihre Arbeit. Sie mögen es, die Arbeiten auf der Ranch zu erledigen und sich um ihre Tiere zu kümmern. Aber liebt die Natur, gefällt mir fast besser. So. Jetzt darfst du zu Essen rufen. Genau, kommt mal alle her und esst mal. Nehmt euch alle ein Stück. Oh, ist das cool? Zum ersten Mal sitzen so viele Sims am Tisch. Ich bin begeistert. Ah, ich kann es heute nicht mit der Kameraführung. Entschuldigung. Also sie scheint sich mit Brent echt gut zu verstehen, wenn ich das jetzt so sehe. Ja, J-Pop so lala mit Miles. Liebt die Natur und ist Ranger. Ah, vielleicht kümmert er sich deswegen so viel drum. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber, genau, red mal mit ihm über Reiten. Mach mal von Herzen kommendes Kompliment. Und vielleicht können wir hier noch den Tag verschönern. Miles, wo gehst du hin? Muss hier mal beobachten. Das können wir weiterentwickeln. Ja, das scheint alles okay zu sein. Heute habe ich mich jetzt nicht so um Fortuna gekümmert. Darf ich dir mal helfen, das im Kühlschrank zu tun? Aber sie unterhält sich auch mit Jacob. Sollte sich jetzt aber auch mal noch mit Miles hier verabreden. Ich glaube, die zwei, die kriegen keine Babys. Wenn ich das jetzt recht sehe. Ja, da müssen wir mal gucken. Da können wir schon wieder weiterentwickeln. Der macht Fotos. Na, dann lassen wir ihn mal machen. Also, sie unterhält sich hier wirklich anregend mit den Zweien. Also, die Zwerge wären ja auch ein hübsches Paar, wenn ich jetzt das mal so sehe. Wuchtel mal nicht immer jetzt mit den Händen rum. Sehr schön, sehr schön. Ja, wie viel Uhr haben wir? Fortuna, was ist mit dir? Soll ich dir mal wieder umarmen und aus Hand füttern? Ich gebe dir meine Karotte. Mit dir reden wir auch mal. Debattieren werde ich. Können wir dir auch aus der Hand füttern? Ich glaube, das mögt ihr. Und Stalltratsch erfahren. So. Miles kommt, will auch mitplaudern. Na, da bin ich mal gespannt, was der jetzt zu erzählen hat. Also, so mit allen Vieren gefällt ihr gut. Sie hat Gesellschaft. Das finde ich ja schon mal gar nicht schlecht. Okay. Das ist jetzt sehr interessant. Olivia hat das jetzt drin mit dem Pferd und Brent steht auch auf und geht zum Pferd. Soll das ein Wink im Zaunfall sein? Genau, mal hier was zum Futtern. Oh, guck mal. Ist klasse. Der macht da echt mit. Der ist angespannt. Ja, wir müssen mal mit dir jetzt hier noch ein bisschen sprechen, damit wir wieder freundlich sind. Tratschen. Wir wollen nicht über Outfit spotten. Wir wollen doch hier mal mit dir ein bisschen
damit alles wieder okay ist. Und noch mal eine geschickte Entschuldigung. Nee, wir wollen auch nicht küssen. Ah, was kommt denn da? Über Interessen reden. Er redet auch mit, nach Tagfragen, fragt mal, wie es so seither war. Auch hier über Interessen reden und über kalte Temperaturen reden. Mit Miles können wir auch mal hier fesselnd die Geschichte erzählen und vielleicht auch mal hier Smalltalk kennenlernen. Haben wir dich eigentlich schon kennengelernt? Kennenlernen. Wir machen jetzt bei allem mal das Kennenlernen. Wieso hat er die Aussprudelfähigkeit erworben? Weil er sich mit Miles unterhält und er kann das schon, oder was? Wie wird denn das jetzt? Ja, das steigt schon ein bisschen, dass die sich wieder verstehen. Olivia, wie sieht's denn hier aus? Oh, mit Brand hat sie was bekannter als normal empfunden. Gefühle von Olivia gegenüber Brand. Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Okay. Hier flirten Frauen. Es ist sehr prekär, sehr gut kompatibel, sind getrennt als normal empfunden. Verärgert, weil keine Einladung zum Abschlussball erhalten. Verbittert über Trennung. Okay. Und was hat bei Miles? Größere Nähe durch glückliche Erinnerung. Dynamisch, okay. Dann schauen wir mal, wie das dann wird. Ja, meine Lieben. So, das war's für heute. Ein perfektes Bild, um den Part zu beenden. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass mir gern ein Like da und ein Abo, falls du noch keins hast. Diese Challenge findest du bei Just Mini Me auf Patreon. War es Patreon oder war es auf Tumblr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Da kannst du es nachlesen, falls du Lust hast, diese Challenge mal selber zu spielen. Dann habe ich natürlich ganz viele liebe YouTuber verlinkt von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Auch die machen tolle Let's Plays und es lohnt sich, bei ihnen vorbeizuschauen. Wenn du Lust hast, darfst du auch gern der Community beitreten. Unten sind auch die Links zum Discord-Server verlinkt. Einmal von der Sims-YouTuber-Community mit Herz. Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Und natürlich mein eigener Discord-Server ist auch verlinkt. Auch da würde ich mich freuen, wenn du Lust hast, drauf zu hüpfen und vielleicht mal ab und zu nette Gespräche zu führen über Sims oder sonst auch anderen. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge anschaust. Tschüss!